Morgen und willkommen zu Vlogmas Nummer 4. Ja, in diesem Vlogmas Wochenvlog ist Weihnachten. Yay! Heute ist der 21. Dezember. Ich wollte gerade Februar sagen, warum auch immer. Heute ist der 21. Dezember und heute habe ich an sich nichts Besonderes vor. Ich muss mich erstmal schminken. Wie ihr seht, sehe ich irgendwie komisch aus. Da muss ich anfangen, meinen Koffer zu packen, denn wie einige von euch wissen, fliege ich am 26. wieder nach Spanien. Und dafür muss ich langsamer anfangen, meinen Koffer zu packen und das zu organisieren, was ich wohin packe, was ich mitnehme und so. Morgen werde ich leider den halben Tag über arbeiten, deswegen wird morgen wahrscheinlich auch nicht so viel passieren. Ich werde aber am Sonntag zu einer Freundin gehen und wir werden dort zusammen Plätzchen backen und ich habe auch eine kleine Überraschung für die vorbereitet, einen Moment. Und zwar, da wir sozusagen Weihnachten vorfeiern, habe ich natürlich auch was besorgt. Ich habe hier dreimal diese T-Shirts. Die haben hier oben diesen flauschigen Kragen. Ich weiß nicht, ob ihr das richtig sehen könnt. Und dann haben die hier eine Tasche, wo eine Weihnachtsmannmütze oben drüber ist. Und da steht drauf, I believe in Santa, und es ist so ein bisschen Santa-Style-mäßig. Das habe ich dreimal für mich, für sie und für ihre Mama. Ja, die wird auch mit uns wahrscheinlich mitfeiern. Und genau, die nehme ich auf jeden Fall dann mit zu ihr und werde sie sozusagen an sie verschenken, damit wir matching T-Shirts haben. Und ich stelle mir das richtig lustig vor mit denen, deswegen, das wird auf jeden Fall gut. Dann ist natürlich am Montag Heiligabend, da werde ich euch auch natürlich so ein bisschen mitnehmen, was wir so am heiligen Abend machen. Und genau, am ersten Weihnachtsfeiertag, wie ich schon in meinem letzten Wochenvlog gesagt habe, gehen wir zu meiner Patentante und essen. Vielleicht werde ich da das Essen abfilmen können oder so. Ich weiß nicht, wie viele Leute da sind, deswegen. Und am 26. geht es dann schon los. Das werde ich wahrscheinlich die ersten Tage auf jeden Fall mit in den Wochenvlog reinnehmen, ob meinem Freund das gefällt oder nicht. Ja, genau, das war sozusagen die Zusammenfassung, was so passieren wird. Ich werde mich jetzt auf jeden Fall erstmal schminken, dann werde ich ein bisschen was am PC machen und heute Nachmittag wird der Koffer gepackt. Nehme ich euch gerne mit, ich weiß nicht, wie ich das filmen soll, das überlege ich mir noch, aber erstmal schminken. Look. Man sieht nicht viel, ich sitze ja auch sehr im Schatten, aber ja, ich finde irgendwie, man sollte sich schminken, um eben so schöne Stellen an sich hervorzuheben oder allgemein um sein Gesicht hervorzuheben, nicht um anders auszusehen. Wisst ihr, wie ich meine? Also ich finde, ich sehe jetzt nicht anders aus als sonst, außer halt, dass meine Augen ein bisschen stärker sind, also dass der Fokus da ein bisschen mehr drauf liegt. Meine Haare sind so schrecklich heute. Ich sehe aus wie Hagrid. So. Es ist einfach nicht so der übertriebene Make-up-Look. Weil das sieht auch, ich glaube, ich würde mich da sehr unwohl fühlen und ich würde auch einfach komisch aussehen, wenn ich übertrieben geschminkt wäre zum Beispiel. Ich werde euch das jetzt aber ganz nochmal irgendwie im Licht zeigen, obwohl es die ganze Zeit regnet und es nicht wirklich hell wird.
Aber ich werde es euch nur mal im Licht zeigen. So, das ist jetzt das Tageslicht, was auf mich drauf scheint. Und ich finde, man sieht es schon ein bisschen, dass man geschminkt ist. Aber ich finde, man sieht es nicht zu stark. Und genau das ist eigentlich das, was ich immer erzählen will. Deswegen aber, ich liebe es auf jeden Fall, wie Vanni das mit den Wimpern macht. Aber was ist das denn hier? Also ich liebe auf jeden Fall, was Vanni mir mit den Wimpern gezeigt hat. Damit sieht man einfach so viel besser aus. Und ich kann sie euch gerne heute Abend nochmal zeigen. Aber meistens stehen sie wirklich so hoch. Und normalerweise sind sie bei mir einfach wieder runtergefallen. Ja, that's it. Jetzt werde ich ein bisschen was am PC machen. Ich sehe aus wie Hagrid. Es ist, Entschuldigung, aber es ist echt schlimm. Was ist das? Ich werde jetzt ein bisschen was am PC machen. Und dann melde ich mich bestimmt nochmal bei euch. So, mich hatte ein Douglas-Paket erreicht. Und das wollte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Ich hatte mir ein paar Sachen bestellt, weil ich einfach zu faul war, in den Laden zu gehen, um mir es zu kaufen. Ich schaue die ganze Zeit in den Bildschirm, weil die Kamera ganz da drüben ist. Okay, gutes Paket. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Und zwar habe ich mir einmal zwei Sachen nachgekauft, die ihr auch wahrscheinlich heute Morgen schon gesehen habt. Und zwar ist das zum einen der Camouflage Plus Essence Matte Concealer in der Farbe 20 Light Ivory. Eigentlich hatte ich 10 Light Rose bestellt. Aber okay. Ich glaube, es macht nicht so wirklich einen Unterschied. Wartet mal kurz, ich hole mal den ich jetzt habe. Man sieht einen leichten Unterschied. Also das ist der, den ich habe und das ist der jetzt gekommen ist. Er ist ein bisschen dunkler, aber ich bin jemand, ich verteile das sehr viel und ja, ich glaube nicht, dass das so viel ausmacht. Das ist, sondern ich benutze ihn ja auch nur als Concealer und nicht irgendwie großflächig wie jetzt Foundation oder so. Deswegen shit happens, aber okay. Eigentlich hatte ich Light Rosé, so wie der auch heißt, genommen, aber gut, dann eben nicht. Dann habe ich mir natürlich noch mein Kompaktpuder, das Essence All About Matte Fixing Kompaktpuder gekauft. Es ist einfach das beste Puder aus der Drogerie. Es macht, was es soll. Und das ist auf jeden Fall ein Favorit von mir. Kaufe ich immer wieder nach. Und gab es eben auch bei Douglas. Deswegen habe ich es mir bestellt. Weswegen ich eigentlich bei Douglas bestellen wollte, ist, weil ich eine neue Mascara haben möchte. Denn die zwei, die ich habe, sind relativ scheiße. Die eine, die Glamour and Doll heißt die, glaube ich, mittlerweile von Catrice, die bröselt einfach. Also Vanni hatte die mir aufgetragen und sie hing einfach überall im ganzen Gesicht gefühlt. Und dann habe ich noch eine, aber die ist noch so, die ist zu nass, um die zu benutzen. Wisst ihr, wie ich meine? Wenn man die so neu gekauft hat oder relativ neu, dann ist da viel zu viel Produkt, das ist so nass und die muss man erst so ein bisschen austragen sozusagen. Und deswegen habe ich mir eine neue Mascara gekauft. Ich mag Mascaras von Benefit. Ich hatte mal die Roller Lash, glaube ich. Und jetzt gab es im Angebot die Bad Girl Bang Mascara. Ich habe mir davon die Reisegröße gekauft. Ich kann die wenigstens auch aufbrauchen. Bei den großen brauche ich gefühlt 300 Jahre. So, das hier ist dann das Bürstchen. Und es gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Die Verpackung finde ich schon mal richtig cool. Die ist so richtig so Bad Girl-mäßig. Und mich stört es ein bisschen, dass es hier oben so relativ spitz ist. Also, wenn man da drauf fest, könnte schon wehtun. Aber Mascara sieht sehr, sehr, sehr gut aus. Freue ich mich auf jeden Fall, die benutzen zu können. Dann als nächstes habe ich irgendwie meinen Eyeliner verloren oder weggeschmissen. Ich weiß nicht, was ich damit getan habe, aber ich habe mir so einen 2-in-1 Eyeliner-Stift gekauft. Kann man das lesen? I don't know. Und zwar ist der auch von Essence und da gibt es einmal eine dünne Seite. Das ist die hier. Und dann gibt es einmal die dicke Seite. Das ist die hier. Wie ihr seht, ist die ein bisschen breiter. Und ich möchte wieder versuchen, mehr Eyeliner zu tragen, beziehungsweise möchte ich versuchen, das mit Stiften zu können, weil ich habe das Gefühl, ich bin eher der Stiftmensch bei allem. Also selbst bei so Lippensachen, wenn ich das mal tragen sollte, dann bin ich auch voll der Stiftmensch. Deswegen dachte ich mir, ich kaufe mir den einfach mal. Hat, glaube ich, auch nur unter 1 Euro oder unter 2 Euro gekostet. Deswegen dachte ich mir, nehme ich den mit. Und dann als letztes etwas, was ich schon immer
ausprobieren wollte, sind solche Wimpern. Das sind jetzt so. Das sind jetzt solche einzelnen Wimpern von Catrice. Da ist auch hier unten ein Kleber dabei. Und die habe ich mir einfach mal gedacht, die kaufe ich mir, probiere es aus, wie sehe ich aus. Man kann ja mittlerweile auch seine Wimpernverlängerung sozusagen allein daheim machen. Die hält so 3 Wochen oder so, je nachdem, wie sehr man sich am Auge reibt. Und deswegen dachte ich, den Look könnte ich ja schon mal ausprobieren. Dann habe mir die hier geholt, die haben auch nicht viel gekostet. Einfach zum Ausprobieren. Genau. Dann noch etwas, was ich mir geholt habe, ist dieses Wimpernbürstchen. Das sieht so aus. Vanni hatte sowas, was eher aussah wie so ein Mascara-Bürstchen, um die Wimpern danach zu teilen, wenn man die getuscht hatte. Und ich habe mir jetzt so ein Kamm-Ding gekauft. Also, ja, ist ja eigentlich auch völlig wurscht, wie das heißt, wie das aussieht. Hauptsache, es tut das, was es soll. Das war dann auch schon mein winziger Douglas-Haul. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Ich werde euch bestimmt die ein oder anderen Produkte zeigen. Wie ihr unschwer am Datum verkennen könnt, ist heute der 24. Dezember. Und am 24. Dezember sieht unser Tag wie folgt aus. Also wir stehen auf, wir frühstücken erstmal so wie immer, tun die letzten Türchen aus dem Adventskalender natürlich auspacken und die Adventskalender auch direkt wegschmeißen. Genau, und dann macht einfach jeder irgendwas. Und dann gibt es meistens zum Mittagessen etwas Kleines. Das ist jetzt bei uns dieses Jahr dieses ganz traditionelle Würstchen mit Kartoffelsalat. Das essen wir meistens mittags, irgendwas Kleines, Einfaches. Oder manchmal haben wir auch, glaube ich, gar nichts gegessen. Danach schauen wir dann Fernsehserien, die wir eigentlich fast jedes Jahr schauen. So wie Aschenbrödel oder Aschenputtel und Michel aus Lönneberger und eben diese ganzen Sachen, die bei den öffentlich-rechtlichen Sendern laufen, schauen wir eigentlich jedes Jahr an. Und danach gibt es dann irgendwann Kaffee und also das ist jetzt eher nichts so Großes. Wir trinken einfach Kaffee, essen die restlichen Plätzchen, Gutzle, Lebkuchen, einfach alles, was wir noch so übrig haben, essen wir einfach auf oder versuchen es aufzuessen. Und danach irgendwann heißt es dann umziehen. Dann ziehen wir uns meistens etwas Schickeres an und gehen dann zusammen alle in die Kirche. Das machen wir eigentlich jedes Jahr. Früher sind wir hier direkt bei uns im Ort gegangen. Mittlerweile gibt es einfach zu wenige Kinder. Deswegen gehen wir einfach immer in den größeren Nachbarort. Und bisher gab es da immer noch Kinder, die dann sozusagen das Krippenspiel gemacht haben. Beziehungsweise ja, mitspielen. Und danach gehen wir meistens nach Hause. Und dann unterscheidet es sich. Entweder tun wir zuerst Essen oder wir tun zuerst Bescherung machen. Also meistens ist es so, dass wir zuerst die Bescherung machen und danach essen. Also dass wir das Essen sozusagen aufwärmen oder noch köcheln lassen, bis wir dann fertig sind mit Geschenke auspacken. Euch frohe Weihnachten und ich wollte euch natürlich nicht vorenthalten, was ich bekommen habe zu Weihnachten. Es ist auf jeden Fall alles in dieser Tasche drin, die ich übrigens auch bekommen habe zu Weihnachten. Das ist so eine Handtasche von Bugatti. Ich habe einen Rucksack von Bugatti letztes Jahr bekommen, den ich sehr oft genutzt habe. Leider ist der nicht groß genug, um da Sachen für die Uni oder so reinzumachen. Deswegen habe ich den eher seltener mit in die Uni genommen. Aber die Tasche ist auf jeden Fall super cool. Man hat hier so Reißverschlüsse, wo man dann die Tasche so um ein paar Zentimeter erweitern kann. Finde ich sehr cool. Und sonst sind all meine Geschenke hier drin. Und so haben wir zum einen eine Weihnachtskarte von meinen Eltern. Dann haben wir das Buch, ich weiß nicht, wer hat das ganz drauf, von Michelle Obama. Becoming Michelle Obama, ihre Geschichte. Ich habe schon ein Buch von Barack Obama, ich glaube, der hat aber 2 oder 3 rausgebracht, aber ich habe eins von ihm, was ich gelesen habe und ich wollte unbedingt auch
das von Michelle lesen. Und zwar ist das, ich weiß nicht, ob ihr das so gut erkennen könnt, ist das ein externes Speichermedium, also eine Festplatte, eine externe. Und das finde ich sehr gut, weil wir schon oft das Problem hatten, dass wir zu große Dateien bekommen haben, vor allem auch in der Uni, oder dass man jemandem was mitgeben will oder dass man was mitnehmen will, um es jemandem anderen zu zeigen. Und das ist auf jeden Fall so ein großes Speichermedium echt gut, weil da kann man ja einfach alles drauf machen. Alles. Und das ist einfach Must-Have. Ja, das war dann auch schon alles, was ich bekommen habe. Ich bin auf jeden Fall richtig froh, vor allem über die Tasche. Die ist echt wunderschön und die Qualität ist von diesen Bugatti-Taschen richtig, richtig gut. Jetzt ist sozusagen der heilige Abendpart bei uns vorbei. Ich werde jetzt duschen gehen und dann werden wir zusammen noch Film schauen und dann werden wir ins Bett gehen. Und dann denke ich mal, sehen wir uns morgen wieder. Gute Nacht! Thank you.